Ich finde dich schön. Danke sehr. Sag mir, was dich an deinem Aussehen stört. Ich glaube, das ist eine Falle. Und wenn wir von der Chiara so ein bisschen was nehmen und mir daraus eine Hand machen? Wenn was ist, rufst du an. Hallo, meine geheimnisvolle Schönheit. Bin die Echse. Wer bist du? Bitteschön. Frau Eberlein, haben Sie einen Termin? Ja, 11 Uhr. Ja, super. Das Rauchen ist hier nur leider verboten. Dann lasse ich das. Perfekt. Dann einmal ruhig durch die rechte Tür ins Wartezimmer. Der Doktor ist dann gleich bereit. Hallo. Hallo. Bist du das? Nein. Könntest du aber sein. Danke für das Kompliment. Ich bin die Echse, wie heißt du? Ich heiße Chiara. Chiara? Mhm. Und hast du hier Termin auch heute? Ja. Was hast du noch vor? Ja, vielleicht eine Oberarmstraffung. Darf ich mal? Mal schauen. Ja, das schlappert ein bisschen, stimmt. Ja. Nase sieht aber eigentlich ganz normal aus. Ja, die ist jetzt schön. Warst du vorher unglücklich? Ja. Richtig unglücklich, traurig unglücklich oder so wie eigentlich schon ganz gut, aber kann man noch geiler machen? Ja, die war schon ganz gut, aber konnte man geiler machen, ja. Ja, ist gelungen. Willst du einen Keks? Nee, vielen Dank. Nee, oder? Nee. Ja, weißt du, was ich glaube? Ich glaube, das ist eine Falle. Weißt du, der bietet hier Kekse an, dass man sich schön die Rolle ranfrisst und dann saugt das hinten raus wieder ab und nimmt Kohle für. Ja, genau. Das ist das Geschäftsmodell, weißt du? Tja. Ja. Was ist denn Schönheit für dich? Ja, Schönheit ist. Man muss. Und man darf auch. Man darf auch. Ja. Ich glaube, Schönheit ist auch viel zu dürfen und ja, nicht nur zu müssen. Ja, das stimmt. Ja. Ich finde dich schön. Danke sehr. Auch hinter der Nase. Danke. Einmal die Echse bitte ins erste Behandlungszimmer. Ich muss rein. Viel Spaß. Ah, hallo. Hallo Echse, komm rein. Ich habe dich erwartet. So, sag mir, was dich an deinem Aussehen stört. Naja, stört. Also ich meine, was stört dich denn an meinem Aussehen? Ich lasse mir auch immer gerne Inspirationen geben. Ein bisschen zu viel Haut hast du schon an den Oberlidern. Das muss ja wirklich ein Gewicht sein, was darunter drückt. Dem das könntest du dich entledigen. Zieht ordentlich. Oder wir botoxen einfach ein wenig und holen die Augenbrauen ein wenig hoch. Du hast ja keine Augenbrauen, aber den Bereich, der die Augenbrauen hätte, ein wenig hoch. Dann wird auch die Oberlidhaut, die da drauf drückt, auf das Lid auch weniger. Also was wirklich mir echt fehlt, und da müssen wir auch nicht drum rumreden, ist die rechte Hand. Also hier ist einfach keine dran. Könnte man aus meinem hängenden Lid, was ja nun wirklich massiv ist, könnte man da komplett Finger machen? Naja, so viel Haut ist da jetzt nicht, dass man eine ganze Hand dadurch rekonstruieren kann. Und wenn wir von der Chiara so ein bisschen was nehmen und mir daraus eine Hand machen? Sollen wir sie mal fragen, ob sie dich wieder sehen möchte? Gerne. Okay. So, heute ist ja die Kontrolle. Mhm. Wir schauen uns die Nase an. Ist alles in Ordnung? Ja. Dann ist ja das Gröbste geschafft. Ja. Nur noch 10-20% Schwellung. 20% Schwellung? Also wenn ich sie sehe, kriege ich 80% Schwellung. Aber meinst du, wo ist denn noch die Schwellung zu sehen? An der Nasenspitze. Spitze ist natürlich auch optimistisch formuliert, ne? Frau Kleps, dann werden wir soweit. Wir können das Weitere dann besprechen. Okay, okay, alles klar. Alles gut, vielen Dank. Einmal dadurch. Tschüss, vielen Dank. Meine Nummer gibt es auch vorne. So, du nimmst dann hier wieder Platz. So, ist dir denn jetzt noch was eingefallen? Eine Sache brennt mir auf der Seele. Ich fällt mir auch nicht leicht zu sagen. Aber okay. Schieß mal los. Ich habe hier einen Auswuchs. Naja, da wachsen Haare raus. Es ist zum Teil grau. Es ist
Es ist auch feucht, also es ist massiv feucht. Ja, ich merke es immer, dass es hinten in den Nacken reingeht. Ich will es einfach weghaben. Was ist das? Also genau genommen sieht es aus wie ein Parasit. Und so fühlt es sich auch an. Sonst könnte ich die Säge rausholen und das direkt entfernen. Aber das wäre dann für immer. Vielleicht kann man es ja wenigstens so ein bisschen optimieren. Ja, ja. Also bevor man da rangeht, operativ, wäre es ganz schön, wenn man das erstmal sehen könnte. Da habe ich ein kleines Programm. Ja, wie gesagt, dieses nasenartige Gebilde hier. Na, und dass du das noch so groß machen kannst. Ja, das kann man hier verschönern. So. Jetzt schauen wir mal. So, zeigen wir das Gesamtergebnis. Ja, das ist jetzt schon ein bisschen femininer. Ja? Ja. Kann man die Lippen größer machen? Ich mag es einfach ein bisschen dicker, wenn ich mich mit dem Kopf hinten anlehne, dass es schön weich ist. Ja, das ist schon alles ganz in Ordnung, aber Murat, weißt du was? Ich glaube, das hier braucht eine radikale Veränderung. Okay. Los geht's. Dann ab in OP. Komm. So, Axel, dann leg dich mal hin. Am liebsten hätte ich so, wie es am Anfang war. Wie am Anfang? Na, alles wieder so wie früher. Geht das? Sicher? Ja. Letzte Entscheidung? Ganz sicher. Okay. Ey, Murat, das war ja geil. Darf ich bei dir einsteigen? Klar kannst du, aber du kriegst einen Kittel von mir. Mm. Den musst du morgen anziehen, wenn du kommst. Dankeschön. Ich mach die Tiere, du machst die Menschen. Okay, abgemacht. Das ist ein Deal. Olivia, Schätzchen. Ja? Morgen wird ein langer Tag. Wir haben früh um 8 Uhr die Zebras da. Ja. Und dann kommen 14 Uhr zwei Gnus zur Unterspritzung. Und dann 16 Uhr der Hamster zur Nachkontrolle. Mhm. Wenn was ist, rufst du an. Alles klar, Chef. Schönen Feierabend. Dankeschön, gleichfalls. Ah, Olivia. Ja? Mach nicht so lange. Stopp! Ich mach das hier alles nur für euch. Wenn ihr also mehr Videos sehen wollt, könnt ihr hier und hier klicken. Außerdem den Kanal abonnieren. Und wenn ich wieder wach werde, möchte ich hier eine ganze Menge Likes sehen. Kann losgehen.